Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play LA Noire. Heute ein bisschen ruhiger und oh, Kifferwahnsinn. Zu Englisch Reefer Madness. You know a Freddy Calhoun? Sure, I know Freddy. Freddy needs money to get out of town. Says he's prepared to blow the whistle on a primo reefer distribution ring. Says he can. Has he said how much it's gonna cost? $50. And the department will front me the 50? You can put in an expense claim. He's over at Mike Lyman's on Hollywood Boulevard. See what you can find out. Das werden wir doch mal machen, ne? Ja, erstmal die Ärmel hochkrempeln hier und das Outfit wechseln. So, der Houdigen annehmen. Das passt doch hier zu diesem, ja, zu diesem Dezernat. Gut. 50 bucks? Do they think I'm made of money? No, you just look like you're made of money. Oh, very good. The kid's on form. I'd say on a scale of dull to scintillating, you're a solid tedious today, which you can be pleased with. Do you ever listen to yourself? I don't have the same voices in my head as you do, Cole. Ah, hier. So, habe ich erstmal den Ausgang suchen müssen. Okay. Anscheinend ist da der richtige Ausgang. So you're the first in this family born without a name. Homicide. You know you made it. Ach. Nice. Stimmt, der hat ja diesen ziemlich geilen Wagen. So, machen wir mal hier die Karte auf und gucken uns die Fälle an. Die Fälle an. Die Fälle an? Die Fälle an. Oder wir gehen zu Michael im Spa. Get this. Middle of the afternoon, this crazy woman decides to set fire to the hotel she lives in. The fire brigade come and put it out. A couple hours later, she does it again. Phones up. What the hell? Hallo? Erzähl die Geschichte. Did they send some uniforms around to get her? No, that's the best part. Shit, da war ich ein bisschen zu schnell. Ja. So, ich glaube, diesen Fall habe ich tatsächlich noch nie gemacht, ey. Kifferwahnsinn, das war wahrscheinlich dann ein DLC-Fall. There's a little snake. That's him in the back, Cole. This is a tasty bird. Hm, du? He just refuses. Freddy. You're looking good. You're gonna help me, right? That's what I'm here for. You got the money? The 20? Sure, right here. 20? I said... You want the money or the alternative? Tell us about the reefer, Freddy. Who's he? Another good Samaritan. Answer the question. West comes from Tijuana. They bring in 50 pounds a week. 50 pounds? Are you hallucinating, Freddy? It's stashed at a house at 1452 North Las Palmas. Names, Freddy. The guy at the house is a spick that goes by the name Juan Garcia Cruz. Well, be careful. He likes guns. Now, do I get my money? Do me a favor, Freddy. Spend the money on a bus ticket. You can't last forever on a snitch jacket. Let's go visit this Cruz character. 50 pounds of dope. Crazy. Two club sandwiches. Hmm. Das ist echt crazy. Ups. Ach. Freddy Calhoun. Ach, habe ich auf Person geklickt? Oh shit. Ich will natürlich auf Orte gehen und dann auf... Believe a story? Sure. A hophead like Freddy would raffle his sister for his next score. Hm.
Ja, das sieht so seit auch aus. Muss ich sagen. Bisschen zwichtig. Alter. Ich hätte in der Fahrschule aufpassen müssen. Komm. Blöde Straßenbahn. Okay, das war jetzt echt ein bisschen krass. Achtung, Officer. Call for help. I'll try to find a way in. I'll ask you politely to move on. Next time I won't be so nice. Oh, man. You guys don't have to leave on this. What happened? Dope peddler, Juan Cruz. He opened fire and, well, the rest of the story tells itself. Was hat der dann da? Eine Brieftasche? Das ist ja ziemlich selten.
Juan Garcia Cruz. This is his address, but this place looks like a front. Ne, Moment. Eins haben wir noch nicht überprüft. Okay. Ich dachte, man könnte irgendwie nach rechts gehen und dann gucken, ob was im Fach ist. Also in einer der Fächer. Silver dollar. I thought they took these things out of circulation. Interessant. Naja, den gibt's da glaube ich nicht zu sehen. Ich kann dieses Ding auch nicht anders bewegen. Genau. So ich das auch. What is that then? I doubt it. Das sieht aber interessant aus. Doesn't tell me anything. Der mag Waffen. Das sagt uns die Geschichte. Another day, another dollar. Was steht denn hier? Is this a drug or a village in Borneo? Doesn't appear to be in Spanish. Mazankai. Was haben wir denn hier gehabt? Parnell's Soup Company. Oder Soap. Ich weiß nicht, wie man es sagen sollte. Doesn't anyone eat regular meals anymore? Junkies feeding on popcorn and grasshoppers living on soup. Was ist mit seinem hier, seinem Beimann? Ja, auf jeden Fall seine Waffe. Nothing significant. Ja, das siehst du aber nur du so, ne? This isn't what we're looking for. Auch nicht das, was wir suchen, ne? Zumindest etwas, was wir schon gefunden haben. Ich will auch, wir sollten tatsächlich jedes Zimmer einfach mal ein bisschen näher untersuchen. Was ist das? Da, genau. These are the guys keeping Juan so well stocked with soup. Ich bin ein bisschen verwirrt. Moment, hier war ich schon. Ich kann mir vorstellen, was das, was im Hinterhof ist. Ja, hier, genau. Ich wusste es doch. Der Suchende wird belohnt. Optimistic, Cole.
incidental. Es hat gerade gewuppt, gewobbelt. Not much help. Ist das? Now we're getting somewhere. Alter. Der Suchende wird wieder belohnt, möchte ich mal kurz anmerken. Junk. Müll. Ist auf keinen Fall Müll. Not everything here is going to be relevant. More soup? Who in the hell keeps a secret stash of soup? So komm, wir nehmen mal eine Dose. You hungry or something, Phelps? Oh my God. I'd say that's pretty good value for 12 cents. Factory sealed. Someone at the cannery has a lot of explaining to do. Parnell Soup Company. With Juan dead, we need a new suspect, Cole. Is there a pattern to the deliveries? Tijuana. This guy EJ seems to be bringing in most of the serious weight. The dates and times seem pretty regular. We should notify the border crossing. Those fuckers are probably in on it. Let's wait and see how this plays out. Oh. Gut, wenn das alles war. Was mit der Ecke hier? Ist hier vielleicht noch? Ja, nee. Okay. Ich würde mal sagen, wir gehen nochmal kurz ins Haus rein und rufen mal kurz an. Ich will wissen, wo sein Mate ist hier. Show's over. Keep moving, all of you. Bisschen habe ich das Gefühl, ich sollte bei den Nachbarn gucken. This is a crime scene. All of you move along. Is somebody gonna tell us what the hell is going on? Scheiße, ey.